Hello. I'm the doctor. Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us 2. Ja, in der letzten Folge ist uns ja so einigermaßen die Flucht gelungen. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zu den großen Hochhäusern und haben hier noch einen Runner aufgeschreckt hier in dem Haus. Und jetzt schauen wir mal, wo wir am besten weitergehen. Machen wir mal hier nochmal einen Blick auf die Karte. Wenn er es machen würde. Oder wenn sie es machen würde. Ja, okay. Dann müssen wir es halt anders machen. Wie aufs Foto. Können wir eigentlich hier schon wieder was machen? 40, oh ja. Bewege dich im Lauschmus deutlich schneller. Halt, jetzt geht das. Okay. Und das, was das nächste ist, das Durchstechen. Oh Mist, hier gibt es ja noch einen zweiten Baum. Können wir bessere Nahkampfwaffen basteln hier. Dazu brauchen wir aber Klebeband und Scheren. Haben wir bis jetzt aber nicht gefunden, ja? Vielleicht findet man die jetzt erst, wenn man das freischaltet. Keine Ahnung. Werden wir feststellen. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Das beschäftigt mich. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nicht weißt? Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Wie gehen wir jetzt weiter? Ja, wollen wir hier lang. Ich habe gerade spekuliert, ob man sich da rüberhangeln kann. Geht aber scheinbar nicht. Na, Chartel wäre es gegangen. Gehen wir mal hier aufs Dach hoch. Wenigstens hat er mal was anderes gemacht als ständig nur Burritos.
kriege Hunger. Wo sind die? Ja. Unter uns. Vielleicht ist hier jemand. Das sind die! Leichter! Super. Die Sechs da drüben! Die konnten sie entkommen! Suche starten! Sie können nicht weit sein! Okay, hey, ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Bitte, oh Gott, bitte. Fuck. Ja, er hat aber auch nicht jetzt übrig? Nichts erzählt, gell? Glaub nicht. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wolves? Hoffentlich nicht. Okay, auf einmal 5 Scheren. Mhm. Mist. Das habe ich übersehen. Oh, gut. Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Bierchen. Oh, das ist alles hier drin. Nicht viel. Ja, hier. So. Das ist die Wäscherei.
Gehen wir hier weiter. Vorher kann man noch mal die Schultern umstellen. Ja, ein Viereck, okay. Viereck war das. Wenn man wieder ein paar Tage nicht spielt, ist das alles gleich wieder draußen hier. Oh oh. Genau so, wie Deserteure rauskommen. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Ist mir scheißegal. Wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Bei Scars weiß man wenigstens, woran man ist. Tja, wie gesagt, ist mir scheißegal. Oh oh. Na, toll. Hinter dem Auto! Ich stelle mich echt heute wieder. Ich finde dich. Hab ich. Wieder erste Last of Us Zocker. Komm mal da, komm mal hoch. Ich höre sie aktuell nicht. Aber er kommt, okay. Ich sehe mich im Gebäude um. Sie kriegt es nicht mit, oder was? Nicht dein Ernst. Hast du was passt zum Henker? Okay, da war jetzt die KI ein bisschen doof. Verdammte Scheiße! Feigling! Könnte man die verhören auch, oder was? Weil sie gar gesagt hat, kein Wort. Siehst du noch mehr? Noch nicht. Wie kriegen wir Lea allein? Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss.
Hier kommen wir mal definitiv nicht weiter. Und hier waren wir ja vorher. Oder? Ich meine ja. Ja, genau. Gut. So. Tankstellen sind doch auch immer interessant, oder? Mal Richtung einer Tankstelle. Eine Werkbank wäre auch mal wieder interessant. Viele weiße Punkte. Okay, wir hätten hier wieder. Okay, das ist aber für die Sprengfallen. Hab sie wieder nicht benutzt. Ein Wort für dich ein. Aber darf ich dir einen Rat geben? Klar. Bring dich zum Reden und dann lass. Sei wollte ich gerade so eine Bombe werfen. Kommt die Feuerwehr zu mir rein. Der andere, das ist jetzt die für oh Scheiße. Oh, das war mal wieder knapp. Ist nicht Kontakt. Irgendjemand ist Kontakt. Alles gesichert hier. Hier drin!
Ist noch eine da? Oh shit! Siehst du noch mehr? Nein. So habe ich dich noch nie kämpfen sehen. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? Zu viele. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Haben wir das auch mal erledigt? Hier. Eine Werkbank. So, jetzt ist die Frage, welche Waffe mal ein bisschen verbessern hier. Ich denke mal, dass die meiste Munition finden wir irgendwie für die Pistole. Mehr Stabilität, mehr Genauigkeit, weniger Rückstoß. Ist doch, glaube ich, mal okay hier. Okay, jetzt hat es einen längeren Lauf quasi. Ansonsten ein Zielfernrohr. Kapazität haben wir schon gemacht. Das wäre aber auch nicht schlecht. Kostet 100. Ja, machen wir mal stärkere Schüsse, dass wir vielleicht mit einem Schuss die Leute wegkriegen. So, jetzt haben wir eh nichts mehr. Ich lieg noch einen Haufen Zeug. So. Dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Toilette. Eine Axt. Ja, nehmen wir die Axt. Kann ich jetzt die verbessern, die Axt? Irgendwie? Nee, da brauche ich jetzt eben noch eine Schere und das Klebeband. Hier geht's nicht weiter. Mal hier im Bücherladen. Oh oh. Ist die nicht über unser Feuergefecht hier auf uns aufmerksam geworden sind.
Die Tür. Da drin ist auch noch einer, oder? Okay, hat sie den ausgeschaltet jetzt? Okay, aber jetzt irgendwie Loot ist jetzt hier nicht wirklich. Also ist ein bisschen jetzt hier. Was ist das? Ah, hier, die Karte. Dr. Stem. WLFs haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Last Rounds, das Survival-Magazin. Alles zum Camouflage. Schützen, täuschen und verbergen mit dem Besten. Unsere 15 Tipps von bekannten Experten zeigen, wie es geht. Ebenfalls enthalten 12 Klebebandmarken im Vergleich Regenwasser-Auffangmethode. Okay, jetzt haben wir hier den dritten freigeschaltet. Schalldämpfer anfertigen. Fertige einen Schalldämpfer für die Pistole an. Aha, okay. Immer wenn wir so ein Büchlein finden. Heftlein finden. Verwann, es geht los. Am frühen Sonntagmorgen halte deine Leute von der Straße fern. Aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac herausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele federe Leute. Während unserer Säubungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es soll keiner ausflippen deswegen. Das ist nur übergangsweise. Damit wir die Schlacht gut gegen Böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in einem Bett zu schlafen. Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blöden Studio. Rebecca. Sollen die Regenbögen?
Okay. Jetzt haben wir Tankstelle, jetzt haben wir einen Bücherladen. Und ich würde sagen, Folge beendet damit. Wir sind eh schon wieder bei 30 Minuten. Lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Pfiat euch, servus, euer Doc. Thank you.